Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und Lars Arz pfeift die Partie an. Die Gäste aus Beek stoßen in Person von Spent Hasani an, spielen ganz in Rot im ersten Durchgang von links nach rechts. Die Gastgeber aus Wiedenbrück in Blau von rechts nach links. Nimmt sich der Sache an. Kurze Variante, bekommt den Ball zurück, geht in den Strafraum rein, schließt ab und das ist die erste Möglichkeit. Post auf den Posten, Nachschuss auch gehalten und der zweite Nachschuss. Und jetzt können sie es bereinigen. Und die Beker versuchen zu kontern über Klefisch. Der kommt da auch an den Ball. Ah, da rutscht der Gegenspieler weg, Klefisch. Hölscher ist zur Stelle. Schalban Kaptan rückt erstmal ein bisschen auf den Flügel. Und da verschaffen sie sich Raum mit gutem Kombinationsspiel. Domröse. Auf Karahan. Karahan! Aus der Distanz nur knapp drüber. Der Mann, der in der Nachspielzeit das Siegtor gemacht hat beim letzten Heimspiel gegen Rödinghausen, zieht hier ab. Und Ron Meyer, oh, vielleicht hätte er ihn gehabt, aber super Abschluss von Bahattin Karahan. Aydinel bekommt den über Umwege und zieht ab aus der Distanz und er geht an den Pfosten. Damit hat Rodemeier ja gar nicht gerechnet. Ansatzlos mal abgeschlossen aus der Distanz von Emre Aydinel und irgendwie landet der Ball am Pfosten. Ja, meine Güte, das sind locker 30, wenn nicht sogar 35 Meter. Meier denkt keine Gefahr und plötzlich klatscht der Ball an den Pfosten. Gibt Einwurf Wiedenbrück. Hier brauchst du ein bisschen den Faden verloren. Haben jetzt aber Karahan super vorbei an der erstmal. Karahan! Und dann zu zentral auf Meier. Das war bis auf den Abschluss richtig gut gemacht von Bahattin Karahan. Ball zu ungenau. Und jetzt Klefisch. Vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Hasani legt ab mit der Hacke für Klefisch. Der schickt Stromberg. Stromberg wird da gelegt. Es gibt den Vorteil und das 1:0 für Wegberg Beek. Durch Spent Hasani, 32. Minute aus dem Nichts. Ich dachte für einen Moment schon, wegen des klaren Foulspiels von Böhmer wäre die Szene abgepfiffen. Dann müssen wir da sogar über Rot reden. Aber nein, Lars Arz lässt den Vorteil laufen. Und so gehen die Beker hier in Führung. Hasani übernimmt den Ball, schiebt rechts unten ein. Keine Abwehrchance für Marcel Hölscher. Meier nimmt auf. Ah, der ist Macher unter Druck und Kaptan ist dazwischen. Karahan kommt dahin, bedient Kanji. Kanji, das muss der Ausgleich sein. Wieder zu unplatziert, bekommt die zweite Möglichkeit. Nein. Und Kaptan verliert den Ball leichtfertig. Jan-Lukas Lier nochmal aus der Distanz. Weit daneben. Und wenn man solche Top-Gelegenheiten so ausspielt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wieso man die zweitschlechteste offensive Liga hat. Mekumba Kanji macht den Haken super gegen Ono. Und dann viel zu unplatziert. Der Abschluss, da war viel, viel mehr drin. Ich wäre schon fast überrascht, wenn er es nicht tun würde. Bringt ihn aber als Flanke. Und der ist nicht schlecht. Nochmal gute Gelegenheit für Wiedenbrück. An den zweiten Pfosten, da kommt auch der Kopfball. Und da fehlt nicht viel für Jan-Lukas Lier. Bringt den Ball rein und der ist gefährlich. Amedik mit dem Kopfball, aber Ron Meyer mit beiden Fäusten da und boxt den Ball aus dem Eck. Ihr seht's auch, die Beker haben da schon ihre großen Leute in die Mauer gestellt. Unter anderem Nils Hühne da in der Mitte. Sie tippen ihn an und Amedik probiert und wird geblockt. Das ist mal ganz gut kombiniert von Tuma und Domröse. Domröse mit dem Ball in die Mitte und das muss doch der Ausgleich sein. Karahan mit dem Nachschuss und jetzt ist er drin. 71. Minute und Wiedenbrück belohnt sich dafür, dass sie ein gutes Spiel machen. Jetzt auch mal mit einem erfolgreichen Abschluss. Dritter Saisontreffer für Bahattin Karahan. Den ersten Abschluss, den hält Ron Meyer noch gut. Aber
gegen den Nachschuss kann er nichts machen. Den köpft der 1,70-Mann über die Linie. Und so steht es hier. 1:1 und alles offen in den letzten 20 Spielminuten. Braun bringt den Ball in die Mitte, der kommt an und das ist der postwendende Führungstreffer für die BK, Justin Hoffmanns mit dem 1:2. Keine 2 Minuten nach dem Ausgleich schlagen die Gäste zurück. Braun setzt sich dadurch, der Ball hoppelt durch den Strafraum. Aidinel geht nicht zum Ball und aus dem Rückraum kommt der Kapitän Justin Hoffmanns an und setzt den Ball links unten ins Netz. Und so steht es 1:2. Braun auf Kleefisch, der Richtung Eckfahne. Nee, geht nochmal in die Mitte. Kleefisch im Strafraum. Kleefisch aus Spitzenwinkel. Und es gibt die Ecke. Und den bekommt San José raus auf Kleefisch. Kontermöglichkeit zur Entscheidung. Kleefisch auf Torrens. Torrens läuft auf Hölscher zu. Torrens mit dem Abschluss aber zu unplatziert. In die Arme von Marcel Hölscher. Bekommt Wiedenbrück noch den einen Ball. Die eine Chance. Aidinel verlängert den nochmal auf Ali. Der wird geblockt, gibt keinen Freistoß. Und jetzt ist Schluss. Der FC Wegberg B kann auch auswärts punkten und schlägt den SC Wiedenbrück mit 2:1. Feiert den ersten Auswärtstriumph in dieser Saison. Und die Wiedenbrücker, die müssen sich vorwerfen, dass sie aus vielen guten Möglichkeiten nichts gemacht haben. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,